Ich befinde mich jetzt in euer Dorf. Das ist die Richtung aus Bad Kissingen kommend. Wie man hier deutlich sieht, ist die Saale stark strömend und auch die Wiese nebenan ist vom Hochwasser überflutet. Und hier haben wir die Seite Richtung Hammelburg hin. Wie ihr sehen könnt, ist der Sportplatz auch teilweise hier in euer Dorf überflutet vom Hochwasser. Wenn man hier mal genauer hinschaut, könnt ihr betrachten, dass unter der Brücke sich hier Strömungen ansammeln und das Wasser teilweise hervorquillt. So, jetzt seht ihr die Brücke nochmal von vorne. Wie ihr sehen könnt, sind die Unterbuchtungen nicht ganz bis oben gefüllt mit Wasser. Das heißt, da ist noch Platz. Aber trotzdem ist das Hochwasser nicht zu unterschätzen. Ich bin jetzt hier in der Nähe der Erdfunkstelle, direkt vor den Toren Hammelburgs. Die Saale hat auch hier weite Teile der Wiesen überschwemmt. Und wie ihr hier zum Beispiel sehen könnt, wird auch etwas Schaum angeschwemmt. Und dieser Schaum setzt sich am Rand im stillen Gewässer etwas ab. Ich befinde mich jetzt in Langendorf. Vor uns seht ihr die Gebäude des Zirkus Luna. Die sind außenrum mit Wasser umspült. Auch hier schlägt die Saale zu und das Hochwasser. So, ich befinde mich jetzt gegenüber von Langendorf, auch in Westheim, an der Seite, wo die Saale entlang geht, fließt. Und wie ihr hier sehen könnt, treiben dort wieder Baumstämme vorbei, große Baumstämme. Und das Wasser staut sich bis ins Dorf, bis in die Straßen. Vor uns seht ihr den Sportplatz, der teilweise vom Hochwasser überspült ist. Hier seht ihr die Straße. Die führt hin zum Sportplatz und zum Gebäude. Auch diese ist vom Wasser überspült. Und hier links fließt die Saale vorbei. Die angrenzenden Wiesen sind vom Hochwasser überspült. So, hallo, ich befinde mich jetzt in Hammelburg, oben auf dem Berg, wo die Paraglide-Flieger ins Tal fliegen. Und wie ihr hier sehen könnt, ist das Hochwasser der Saale über die Ufer getreten und überspült zahlreiche Wiesen. Besonders gut zu sehen ist es von hier oben. Ein fantastischer Ausblick. Dieses Geknalle und Geböll im Hintergrund kommt vom Lager Hammelburg, wo die Bundeswehr Übungen durchführt. So, ich befinde mich jetzt hier unterhalb des Schlosses von Hammelburg auf dem Parkplatz. Vor mir ist die Saale zu sehen mit dem Hochwasser und auch hier hat sich die Saale über die ganzen Wiesen ausgebreitet. Ich befinde mich in Diebach Richtung Saaletalinsel und wie ihr sehen könnt, steht das Wasser schon in den Straßen. Die ersten Keller werden schon leer gepumpt. Dort ist ein Schlauch zu sehen. Nun wird es spannend, jetzt kommt ein Truck, der durch das Hochwasser fährt, der biegt aber ab. Ich befinde mich in Diebach und hier seht ihr das Hochwasser. Wie ihr erkennen könnt, sind die Wiesen und die Felder überflutet. Und das Wasser hat eine starke Strömung.